Veränderungen in Berlin und Brandenburg Teil 4. Ausgangspunkt meiner heutigen Wanderung ist mal nicht in Brandenburg, sondern im Berliner Stadtgebiet am S-Bahnhof Grunewald. Hier starte ich heute meinen insgesamt vierten Trip. Hier ist auch ein großer Parkplatz. Man kann also auch hier das Auto stehen lassen und die Wanderung dann von hier aus beginnen. Ja, meine Wanderung werde ich gleich mal zeigen, wie die mich heute führen wird. So. Ja, hier ist der S-Bahnhof Grunewald und ich möchte ein bisschen so in nordwestliche Richtung laufen, vorbei hier an der Kleingartensparte, dann zum Dachsberg, der sich etwa hier befindet, Teufelsberg, und dann hier hinten am Teufelssee entlang, dann wieder zurück zum S-Bahnhof Grunewald. Ja, das ist auch relativ viel Betrieb, also alleine bin ich hier auf weiter Flur nicht. Na dann mal los. Ein Waldmuseum. Hier links lang. Den kleinen Abstecher, den mache ich mal und schaue mal nach, was das dort zu bedeuten hat. So, jetzt bin ich hier angekommen, an dem Eingang von diesem Waldmuseum. Waldschule, Grunewald und Waldmuseum. Ja, es hat natürlich auch geschlossen. Warum? Ja, das wissen wir leider alle. Im Moment geht hier gar nichts. Das ist natürlich schade. Ja. Kommen wir nicht rein. Na gut, dann ist es so. Tja, und das ist das hier wie so ein Naturlehrpfad. Überall Tafeln aufgestellt über die Flora und Fauna, die hier herrscht. Zum Beispiel hier eine Tafel über die Eulen. Ja, und sind hier überall so eine Tafeln aufgestellt. Ja. Hier hinter befindet sich das Forsthaus Eichkamp. Ja, dort versteckt. Oh, sehr schön liegt mir jetzt schon zu Füßen der Teufelsberg. Dort diese ehemalige Abhöranlage von der US-Armee im Kalten Krieg. Also vor 1989. Dort oben, das ist doch praktisch dann, wo ich dann auch heute noch verweilen möchte. Das ist ein künstlich angelegter Trümmerberg übrigens. Also es ist nicht natürlicher Berg. Nein, etwas über 100 Meter hoch über den Meeresspiegel. So, jetzt ist hier diese Kleingartenanlage und ich weiß nach meiner Wegebeschreibung, dass ich mich rechts halten muss. Also nördliche Richtung. So, die Wanderung kann man auch sehr schön auch wieder nach der Komoot-App durchführen. Kann man sich das angucken, wie man dort laufen muss. Und ich weiß jetzt, dass ich jetzt hier von der Kleingartenanlage nordwestliche Richtung in den Wald jetzt noch weiter reingehen muss, um zum Dachsberg zu gelangen. Und dann auch später dann zum Teufelsberg. Ja. Sehr viele Jogger auch unterwegs hier, die sich bis zuletzt kämpfen, wie man jetzt hier sieht und hört. Ja. Wer es braucht, der soll es machen. Hier mal ein ganz alter, aber wohl schon bereits abgestorbener Baum. Na, ich werde gleich mal gucken, da noch ein bisschen Leben drin ist. Na, doch, da oben sind ein paar Knospen. Der kommt